Sehr geehrte Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen, ich finde im Antrag der Union zum einen eine ganze Reihe sinnvoller Punkte, bei denen ich das Gefühl habe, da haben Sie auch Anleihen aus dem Koalitionsvertrag gemacht und sich das Regierungshandeln angeschaut. Jedenfalls gibt es keinen großen Dissens zu dem, was wir sagen und wollen und tun. Ich finde aber zum Zweiten auch eine ganze Reihe, wie ich finde, sehr, sehr markiger und überschießender Forderungen, mit denen ich nicht d'accord gehen kann. Was ich aber vermisse, ist dann zum Dritten ja, ein gesundes Maß an Realismus, ein gesundes Maß an Pragmatismus, wie wir mit der Tatsache umgehen wollen, dass in diesem Land eben viele Menschen sich aufhalten, schon seit langer Zeit, seit vielen Jahren und auch weiterhin für lange Zeit hier sein wollen, die sich eigentlich schon gut integriert haben. Und auch dazu muss man ein Wort verlieren, wenn man über dieses Thema spricht. Aber der Reihe nach. Sinnvolle Dinge, Dinge, die ich bei uns im Koalitionsvertrag, im Regierungshandeln wiederfinde. Voller Ungeduld sprechen Sie von der Rückführungsoffensive. Kollege Thome, erlauben Sie eine Zwischenfrage von Herrn Throm? Ja, Herr Throm, bitteschön. Ich habe noch gar nicht richtig angefangen. Schon eine Frage. Ach, die Möglichkeit nutzen, und dass wir alle noch in Erinnerung haben, was die Kollegin Polat gerade gesagt hat. Sie haben ja im Koalitionsvertrag drinstehen, dass Sie Arbeitsverbote abschaffen wollen. Die Kollegin Polat hat es so ausgedrückt, dass sie das ausnahmslos abschaffen will. Also auch das Arbeitsverbot für Personen mit ungeklärter Identität, einschließlich der Gruppe der Personen der Identitätstäuscher. Jetzt würde mich die Haltung der FDP interessieren, ob Sie mit der Frau Kollegin Polat einig sind, dass alle Arbeitsverbote einschließlich der Personengruppe der Identitätstäuscher tatsächlich aufgehoben werden sollen. Eigentlich wollte ich über ganz andere Dinge sprechen, aber wenn Sie mich auf diesen Punkt ansprechen, wissen Sie, was hat denn das eine mit dem anderen zu tun? Was wir als FDP wollen, was wir wollen, ist, dass die Menschen, die hier sind, von denen wir wissen, ahnen oder vorhersehen, dass sie auf lange Zeit hier sein werden, weil auch Ihre Regierung es nicht geschafft hat, den Aufenthalt dieser Menschen zu beenden, dann ist es doch viel sinnvoller zu sagen, lassen wir diese Menschen arbeiten, lassen wir sie selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen, wirtschaftlich auf eigenen Beinen stehen, als dass sie von anderen versorgt werden. Es ist doch viel sinnvoller, auch diese Menschen im Arbeitsmarkt ankommen zu lassen, als im Sozialsystem kleben zu bleiben. Das ist doch viel sinnvoller. Jetzt erwarten Sie voller Ungeduld die Rückführungsoffensive der Bundesregierung, meine Damen und Herren. Ich kann nur sagen, all das beginnt ja schon. All das, was in den letzten 16 Jahren und Ihrer Regierung nicht stattgefunden hat, haben wir jetzt begonnen. Seit dem 1. Februar ist der Sonderbefehl für Migrationsabkommen im Amt. Hat auch schon begonnen. Erste Gespräche mit wichtigen Regierungen, wichtige Herkunftsländer zu starten. Er ist nicht der Abschiebungsbeauftragte. Er ist nicht die Person, die jemand abschiebt. Aber er ist die Person, die mit anderen Regierungen Abkommen aushandelt, die auch ein Rücknahmeabkommen beinhalten. Das sind echte Verhandlungen mit anderen Regierungen, die nicht über Nacht zu Ende gebracht werden können, die ihre Zeit brauchen, aber wir fangen damit an. Und das ist doch der wichtige Punkt. Wir bereiten etwas vor, was künftig dazu führt, dass Abschiebungen, Rückführungen, aber auch freiwillige Ausreisen besser funktionieren können. Und da bin ich schon beim Stichwort, weil Sie, Herr Kollege de Vries, sagen, dass die Abschiebezahlen zurückgehen. Aber die freiwilligen Ausreisen, die gehen nach oben. Und das ist genau das, was Sie und auch wir wollen. Wir haben im Koalitionsvertrag stehen, dass wir freiwilligen Ausreisen den Vorzug vor zwangsweisen Abschiebungen geben. Das ist ja auch sinnvoll, das zu tun, denn Abschiebungen sind teuer, sie sind aufwendig, sie sind oft erfolglos. Es müssen Ersatzpapiere beschafft werden, man muss Flüge organisieren, das Personal bereitstellen. Man muss auch mit den Behörden des Ziellandes vereinbaren, dass eine Einreise stattfinden kann, dass die Person entgegengenommen wird. Das ist höchst aufwendig und deswegen ist es sinnvoll, freiwillige Rückkehr zu fördern. Und genau das tun wir doch auch. Und die Zahlen gehen nach oben. Jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt, wo ich einen großen Dissens feststelle. Auch das haben Sie genannt, Herr Kollege de Vries. Man muss alle Hebel in Bewegung setzen, war Ihre Formulierung, um Abschiebungen zu ermöglichen. Und da haben Sie angeführt den Visa-Hebel natürlich, dass wirtschaftliche Zusammenarbeit, dass Wirtschaftsbeziehungen, Entwicklungszusammenarbeit zurückgefahren wird. Aber
dass diese, wissen Sie, diese Attitüde, wer nicht hören will, muss fühlen. Diese Attitüde, wer nicht kooperiert, wer nicht pariert, der muss eben die negativen Sanktionen ertragen. Das hat halt alles nie funktioniert. Es hat nicht funktioniert. Deswegen wollen wir einen anderen Weg gehen, nämlich Migrationsabkommen schließen, die ja, Pflichten und Gegenpflichten enthalten, wo wir sagen, ja, das Zielland, das Herkunftsland hat schon die Pflicht, Straftäter, Gefährder zurückzunehmen, aber wir gewähren dafür auch etwas, zum Beispiel in Form von besseren Wirtschaftsbeziehungen, in Form von Visa-Erleichterungen. Und das ist eine ganz andere Herangehensweise, mit anderen Regierungen zu verhandeln, weil es für eine andere Regierung immer ein Erfolgserlebnis innenpolitisch ist, zu dokumentieren, man hat mit Deutschland Visa-Erleichterungen vereinbaren können. Aber dann können Sie es auch sozusagen miteinander in ein Verhältnis setzen. Das geht eben nur dann, wenn auch Rücknahmen besser erfolgen. Und das ist eine Herangehensweise, die besser funktioniert wird als die nicht funktionierenden Migrationsabkommen bislang. Ja, in den letzten mir verbleibenden wenigen Sekunden vielleicht noch ein Punkt zu dem, was ich vermisse in Ihrem Antrag. Ich vermisse eben das, was Kollege Lind auch schon ansprach, gesunden Realismus, gesunden Pragmatismus. Wir haben von Ihrer Regierung 300.000 vollziehbar Ausreisepflichtige sozusagen geerbt. Viele davon sind seit 5, 6, 7, 8 Jahren hier im Land. So, und wenn ich feststelle, dass jemand in all diesen Jahren von Ihnen nicht abgeschoben werden konnte, dann ist doch die Wahrscheinlichkeit, dass die Abschiebung in den nächsten Jahren gelingt, auch nicht viel höher. Dann ist es doch viel sinnvoller, das ist mein letztes Wort, all die Energien, die man vergebens in Abschiebungsversuche steckt, da zu investieren, dass die Menschen besser integriert werden, dass sie hier arbeiten, auf eigenen Beinen stehen. Das war schon das letzte Wort, lieber Herr Thomae. Und realistisch. Und das war mein letztes Wort. Ich bedanke mich, Frau Präsidentin.